So, guten Abend zusammen. Auf geht's ins Liga 1 Rennen in Jeddah. Mit mir kommentiert heute der liebe Flash. Guten Abend. Guten Abend. Heckflügelflach. Quersteher, aber... Und jetzt ist eine neue Bestzeit. Ja, 26,8. Stark. Was eine Ansage. Es wird eng. Es wird eng. Wer holt sich die Pole? Es ist Nyrox. Nyrox auf jeden Fall. Knapp 500stel. Moment, jetzt haben wir Kante, der die Runde setzen kann. Und schiebt sich davor. Stark. Wie immer, ein Versuch, quasi einen gültigen und damit die Pole rausholen. So. Und jetzt geht's los. Kante kam auf jeden Fall schon mal sehr gut weg. Ja. Und die ersten drei, da sticht der Ferrari von Sören rein. Aber Tamás kann sich da schon mal vorne halten. Wie schaut's hinten aus? Ja, alle soweit in Ordnung. Das sieht gut aus. Die ersten fünf nach dem Rennstart bisher unverändert. Norrin hat aufgegeben. Was ist Norrin passiert? Hat aufgegeben. Und wir haben einen VSC. Und ja, jetzt VSC geht's weiter. Und Crocky ist raus. Wir haben Safety Car. Und die vorne kommen rein. Oh, ja. Und ich glaube, da hat Shining nochmal auf die Bremse getreten, mitten am Apex. Ja, er kann ja Tempo bestimmen. Aber ist zur Stadt. Gas, also. Enter geht's aber auf jeden Fall ab. Rund um den McLaren, der Mercedes, innen, in Turn 1. Kante, die Kante sticht rein. Schafft es aber knapp nicht vorbei. Und Nyrox hat deswegen jetzt die Position. Gut, warte, da ist hier geknallt hinten. Hinten hat es geknallt, Nyrox ist raus. Nyrox ist raus! War das eine Kollision mit Sven, die schuld war? Und wir haben das nächste Safety Car gleich, glaube ich. Oder zumindest ein VSC müsste dafür rauskommen. Schwierig. Es wird schwierig. Macht er den Verstappen von 2021 oder lässt er sie fair vorbei? Ah, alles fair. Tamás geht jetzt Risiko natürlich, weil kein DRS. Die Frage ist, wie lange. Und Vasco will Vasco außen vorbei. Aber Tamás ist in. Oh, schönes Rad am Radduell und Vasco hält tatsächlich dagegen. Zieht Tamás ein bisschen raus, aber alles noch in Ordnung. Tamás kann sich durchsetzen. Und Chris ist raus. DNF. Ja, hat auch gelb in Sektor 3. Ja, hat aber in der Box aufgegeben. Shining jetzt auch 3 Sekunden oder noch mehr. Schauen wir kurz. Ah, die ersten drei. So, Sören jetzt vorbei an Vasco. Das sieht gut aus auf der langen Gerade. Ja, mal schauen, ob Vasco jetzt... Und da muss aber auch Tamás schon Fehler drin gehabt haben, weil der war eigentlich schon 1,4 Sekunden weg. Jetzt geht Vasco rein. Oh, und direkt mal Speeding in the Pit Lane. Und Tamás kommt jetzt mehr unter Druck, jetzt ein Quersteher. Das könnte Sören die Riesenchance geben, jetzt vorbeizuziehen auf Start und Ziel. Tamás drückt alles weg. Der ballert alles raus, der Topspeed des Ferrari ist aber super innen rein. Und oh, wie, derselbe Tamás Szene wie letzte Runde. Perfekt, und jetzt ist auch noch der Red Bull im Spiel. Ja, Kibo ist jetzt auch dran. Aber innen in die Kurve, das kann nicht gut gehen und das geht nicht gut. Sören ist weg. Sören hat sich weggedreht. Und mach's kurz raus und wir haben einen VSC. Nee, ein Safety Car. Die sind umgestiegen. Zweite Safety Car. Und kein Ticket auch rein. Ja, die kommen alle rein. Das ist die Frage, wie macht Kante den Restart? Wann gibt er Gas? Und wie kommt Tamás mit seiner Reaktion klar? Und was ein Chaos, wie es aussieht, alle auf einem Haufen. So.
Ah, da gibt's schon. Und einer ist Sweezy, ist raus in der Boxengasse. Er wollte gerade stoppen. Warum, weiß ich nicht. Ja, wird Tamas und jetzt schon ansetzen? Und Sören also zieht vorbei. Eigentlich bei Sören, Marvin. Ja. Und Tamas bleibt dahinter. Also der will wirklich auch sparen. Und wenn man sich die ERS-Stände anguckt von beiden, ja, Tamas macht sogar zu den Heckflügel auf der Gerade. Also ich werde schon gepokert. Jetzt ist die Frage. Dann C ist noch bei 30. Ja, jetzt. Aber der Heckflügel bleibt zu. Oder gibt es da vielleicht ein mechanisches Problem? Nee. Jetzt geht er auf. Jetzt ist die Frage, zieht er jetzt vorbei? Zieht er vorbei? Er will. Nein, er macht wieder zu. Er macht wieder zu. Der spielt hier komplett. Auch nicht vorbei. SAD kommt nicht vorbei. Karotte kommt jetzt an Pascalus vorbei. So, kommt jetzt der Angriff außen. Ja, jetzt kommt der Angriff. Ja, und er ist auch vorbei, vor der Bremszone. Stark gemacht. Vorbei. Jetzt schauen wir mal. Kann Kante das Ganze kontern? Oh nein, und nein! Kante in der Wand. Kante ist raus. Oh. Um den Sieg. Und hat Tamas aber Glück, das Ding gewinnen. Dass er nicht DNF't. Und Tamas gewinnt. Glückwunsch. Kante so, auf 2 und Marvin und Kibo und auf 3. Nee, die fallen irgendwie zurück, die beiden bei mir gerade. Ja, genau. Eriksen ist auf der 3. Eriksen ist auf der 3. Stimmt, weil die ja Strafen hatten. Genau, strafenfrei, P3.